Hallo, willkommen zu einem neuen Video aus der Klemperbude. Heute mit einem Star Trek Modell von Blue Bricks, und zwar dem Galileo Shuttle aus der klassischen Fernsehserie Star Trek. Und da habe ich ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Unter anderem habe ich einen Vorschlag, wie man das Problem mit den Antriebsgondeln lösen kann, zumindest ein Stück weit, so dass sie nicht sofort abbrechen, wenn vorne zu viel Last auf Shuttle kommt. Aber dazu später mehr. Anfangen möchte ich ja, mit der Dachkonstruktion. Dazu nehme ich jetzt mal das kleine Schild weg. Und nehme am Shuttle mal das Dach ab. So, ich zeige euch mal das Dach von der Seite. Es ist pfeilgerade, es biegt sich nicht durch. Und wenn man das Problem hat, dass es sich etwas durchbiegt, das passiert, wenn man eben Platten mit großen Fliesen überdeckt, fast zwangsläufig, dass sie sich etwas aufwölben, habe ich zwei Dinge am Shuttle verändert. Zum einen habe ich hier eine 2x16 Plate noch eingezogen und die zieht das Dach wirklich fast 100% gerade. Und wenn das noch nicht ausreichen sollte, habe ich noch was am Shuttle selbst geändert. Und zwar sieht man hier die Jumper Plates hier und da. Und die sind ursprünglich hier angebracht. Und dann folgt erst die 1x8 Fliese auf jeder Seite. Und das einfach tauschen. Und somit hat das Dach auf jeder Ecke einen Fixpunkt. Und es kann sich hier vorne zum Beispiel nicht mehr aufwölben. Wenn das hier in der Mitte befestigt wäre, wäre die Gefahr groß, dass es sich hier vorne etwas anhebt. Und somit sitzt es satt drauf, habt ihr eben gesehen. Und es gibt kein Problem mit dem Dach. Die zweite Sache ist eine kleine Erweiterung, die ich eingebaut habe. Und zwar der hintere Maschinenraum. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. Ich habe die Türen auf jeden Fall geöffnet dargestellt. Und dahinter, da gab es eine Szene in der Episode Landung auf Galileo 7. Da sieht man, wie die Türen geöffnet sind und dahinter sich so drei, ja, senkrechte große Röhren zeigen. Ja, hier ist ein bisschen dunkel jetzt. Ich blende mal ein Foto ein. Sowohl von der Serie als auch von dem Modell jetzt selbst, wo ich das ein bisschen aufgehellt darstelle. Weiterhin habe ich hier noch eine Schalttafel angebracht. Hier ist normalerweise nur eine 1x1 Fliese in Light Blue Gray. Ich hatte noch von, ich glaube von Obi-Wans Hütte war das, hatte ich noch eine kleine Schalttafel, ebenfalls Light Blue Gray, aber mit Aufdruck. Und so hat man hier noch ein kleines Schaltpanel zusätzlich. Warum ich die Tür geöffnet dargestellt habe? Normalerweise sind ja hier vier 2x3 Fliesen verbaut. Das heißt, es gibt eine senkrechte Linie in der Mitte, die ja noch okay wäre, aber es gab auch eine, die quer geht. Das hat mir nicht gefallen und dann wollte ich eigentlich zwei 2x6 Fliesen einbauen, um eine geschlossene Tür darzustellen. Aber ich hatte keine. Und dann ist mir eben dieses Bild über den Weg gelaufen mit den drei Röhren hinten im Maschinenraum. Und da dachte ich mir, ja, da baue ich doch das hinten ein. Und stell die Tür eben geöffnet dar. Genau. So. Jetzt setze ich das Dach wieder drauf. Vorne fest. Und hinten fest. Und jetzt könnt ihr schon sehen, normalerweise wären jetzt die Antriebsgondeln vorne schon abgebrochen. Wenn man so an dem Modell hantiert, ist die Gefahr groß, dass es vorne abreißt. Ich habe die Befestigung verändert. Ich versuche es mal zu beschreiben und zeige euch gleich noch die Teile, die man braucht, um eben das eventuell nachbauen zu können. Der Knackpunkt an der ganzen Sache ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes an der Stelle. Normalerweise. Hier ist ein 1x2
mal zwei Slope verbaut, umgekehrt. Das heißt, er hat unten eine Noppe rausstehen. Und diese Noppe muss ja irgendwie verschwinden, damit das hier eine einheitliche Linie ergibt. Weil die zwei Steine sind normal verbaut und der eben auch im Kopf. Oben kein Problem, da ist eine Bügelperle drin, da kriegt er auch Halt. Und unten muss die Noppe von dem Slope in so einem Technik 2x2 Round Brick verschwinden. Und der wäre normalerweise hier, genau da, an der Stelle. Und somit ist das, was vorne dran gebaut ist, einfach nur auf diesen 2x2 Brick aufgesteckt und muss allein durch die Klemmkraft der Steine eben halten. Hier kann keine Stange eingeführt werden, weil eben dieser 2x2 mit Loch hat keine Kreuzachsaufnahme. So, jetzt habe ich versucht, das um zu umgehen. Und zwar wollte ich eine längere Achse reinschieben. Die geht jetzt von hier bis dahin, genau. Das ist eine 6er-Achse, die passt da genau rein. Ich musste diesen 2x2 Technic Round Brick mit Loch muss ich ersetzen durch einen ganz normalen 2x2 Round Brick in Light Blue Gray. Der hat ja eine Achsaufnahme. So, da war aber die Noppe oben im Weg. Das heißt, die muss ja irgendwo verschwinden. Somit musste ich hier eine Blade-Höhe einziehen. Das heißt, von hier bis hier ist es eine normale 1x3 Blade. Und danach folgt auf dem Kopf eine 1x2 Fliese, die hier wiederum so eine Einzelnoppe drin stecken hat, um dann wiederum in diesem Brick hier Halt zu finden. Somit sind die zwei Teile verbunden durch diese Fliese. Die Fliese liegt nur auf. Und somit ist die Sollbruchstelle quasi hier an der Stelle und nicht mehr hier vorne. Und dieses Konstrukt ergibt eine gewisse Stütze, sodass, wenn ich hier vorne jetzt drauf drücke, das sich zwar noch leicht biegt, aber nicht mehr abbricht. Und die Biegung, die kommt eben zustande, weil hier eben eine ganz minimale, das ist im Zehntelbereich, ein ganz minimaler Luftspalt noch ist. Es ist eben die Toleranz zwischen den Steinen. Die kriegt man ja auch schwer weg. Aber somit bricht es eben nicht mehr sofort ab. Wenn man natürlich mit Gewalt mehrfach hebelt, dann reißt es auch hier an der Stelle irgendwann und dann fällt halt da die Gondel ab. Aber es ist wesentlich stabiler als vorher. Und wenn man das Modell im Regal stehen hat und das nur wenig bewegt, dann passiert da gar nichts. Und man kann auch das Dach abmachen, wieder draufsetzen und da bricht nichts sofort ab. Das Einzige, was sich gegenüber der normalen Bauweise eben unterscheidet, ist, dass eben hier jetzt eine Blade-Höhe zusätzlich eingezogen ist. Aber das tut der Optik überhaupt keinen Abbruch. Hinten werden die Aufnahmen einfach nur verlängert um eins. Das alles wie gehabt, gemäß Anleitung bis hierhin. Ne, bis hierhin so. Weil das ist der letzte Stein, der eben eine Technikdurchführung hat und keine Kreuzachsaufnahme mehr. Ja, genau. Ein kleiner Tipp noch. Also mir ist aufgefallen, dass die Haltekraft der Bricks eine höhere ist als die der 2x2 Round Plates. Deswegen habe ich die an der Stelle nochmal getauscht. Das müsst ihr vielleicht mal ausprobieren, wenn ihr das nachbauen wollt, so was besser hält an der Stelle. Bei mir war es tatsächlich der Brick auf beiden Seiten. Okay, so noch eine kleine Sache habe ich noch verändert und zwar hier unten sind normalerweise zwei 1x1 Round Plates angebracht, um ja, eine gewisse Stütze noch zu geben. Weil tatsächlich im Film auch und das Modell im Film auch hat eigentlich nur drei Aufsetzpunkte. Das ist hier vorne, hier hinten und an der Gondel vorne auf der anderen Seite auch. Und der Rest schwebt eigentlich. Das sind keine Landekufen, das sind ja Triebwerke und die schweben eigentlich in der Luft und haben nur diese drei Aufsetzpunkte. Und damit die noch unscheinbarer wirken, hier unten habe ich die Light Blue Gray Teile ersetzt durch Trans Clear Blades. Somit fallen die eigentlich kaum noch auf. Drauf gekommen bin ich, die Slave One von Lego, zum Beispiel die große UCS, die hat auch so Aufsetzpunkte in Trans Clear. So sieht es aus, als wenn sie schweben würde, wenn sie auf der Plattform steht. Okay, ja, das waren eigentlich schon alle Veränderungen zum Shuttle selbst. Jetzt zeige ich euch noch kurz die Elemente, die ihr braucht, falls ihr das mit den Gondeln nachbauen wollt. Ich habe die mir hier auf eine Plate
aufgebracht. Die ist natürlich, die braucht er nicht extra. Und ich habe es aufgeteilt in links und rechts. Also ihr braucht für jedes Triebwerk eine einmal 4 Blade in weiß, eine einmal 3 Blade in weiß, eine einmal 1, eine einmal 2 Fliese und den Round Brick 2x2 in Light Blue Gray, den ihr ersetzen müsst, also austauschen müsst und dafür den Technik 2x2 Brick rausschmeißen. Zusätzlich 2 6er Achsen. Dafür fliegt die 3er Achse raus. Und 2 Einzelnoppen. Die müsst ihr nicht extra kaufen oder falls ihr jetzt sowieso schon welche zu Hause habt, beim Modell sind genügend dabei, zusätzliche, die könnt ihr dafür hernehmen. Ja, das war dann eigentlich alles. So tauscht ihr das aus und das Modell steht stabiler und das Triebwerk reißt immer so leicht ab. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, gebt mir bitte euer Feedback. Habt ihr es genauso gebaut? Habt ihr eine andere Lösung? Ich bin für alles offen. Also das ist das, was mir als ja, was mir eingefallen ist, was am besten funktioniert bis jetzt. Ich tüftel immer noch andere Lösungen, aber im Moment ist das die beste Variante. Wie gesagt, wenn ihr was habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich schaue es mir gerne an. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, habt Spaß mit euren Modellen. Ansonsten ist das ein ganz tolles Modell, ganz nebenbei gesagt. Also diese Star Trek Modelle finde ich faszinierend, die sind toll. Da werde ich mir auch noch mehr zulegen. Das nächste ist das andere Shuttle, was es noch gibt. Dann habe ich noch den Phaser und den Kommunikator. Die werde ich mir noch vornehmen. Aber ich bin, ja, gefällt mir sehr gut, was sie da auf die Beine gestellt haben. Okay, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal aus der Klemmbaubude. Ciao.